So, ich bin jetzt hier im Panel Rosengarten oder Rose Garden genannt. Und naja, nicht ganz. Der Rosengarten liegt da über den Hügel. Und hier ist ein kleiner See. Und da hinten weiter ist das Meer. Und wir haben hier schon richtig spät. Ihr seht, die Sonne ist schon untergegangen. Jetzt kommt gerade ein Auto und blendet mich so ein bisschen, weil es schon dunkel ist. Anders als man es vielleicht auf der Kamera sieht, ist es schon richtig dunkel hier. Der Mond ist aufgegangen und wir haben etwa 8:30 abends und ja, trotzdem schönes, super Wetter. Und worüber will ich eigentlich reden? Gärten und Grünanlagen bzw. kleine Parks in Auckland. Da gibt es eine ganze Reihe von. Ich bin gerade im Stadtteil Parnell, der liegt etwas östlich von Auckland City oder der Innenstadt. In der Innenstadt selber habt ihr ja vielleicht mein Intro-Video gesehen. Dort gibt es den Albert Park, der ist auch großartig, gerade zu Sommerzeiten und jetzt hier auch gerade zu Sommerzeiten an dem See hier. Da gibt es sogar ein paar Leute, die sind am Schwimmen. Auch eine tolle Geschichte hier. Ich würde mich, glaube ich, nicht ganz trauen, ein bisschen was zu kalt dafür. Aber insgesamt, und da kommt wieder ein Auto vorbei, insgesamt, glaube ich, Grünanlagen gibt es reichlich in Auckland. Also in jedem Stadtteil gibt es mindestens eine Grünanlage, die ich gefunden habe bislang. Manchmal sind es auch so ein bisschen ja vielleicht für den einen oder anderen etwas gruselige Grünanlagen direkt am Friedhof oder so. Aber insgesamt gesehen ist das doch sehr bemerkenswert, dass man hier wunderbar mit Familie und Freunden spazieren gehen kann, den Tag einfach genießen kann, das tolle Sommerwetter genießen kann. Und für die Leute, die jetzt zu Hause sitzen in Deutschland oder in Europa allgemein im Lockdown und im etwas kälteren, vielleicht auch nochmal so eine Anmerkung oder eine kleine Anregung dazu, vielleicht mal Auckland hier in Neuseeland zu besuchen. Es ist sehr schön, zumindest im Sommer. Das heißt, wenn man dem kalten Winter in Europa erfliehen möchte, kann man natürlich hier auf die Südhalbkugel nach Neuseeland kommen und dann hier in Auckland, zumindest nach der Corona-Pandemie, wenn die Grenzen wieder geöffnet sind. Ja, das ist so alles im Grunde genommen schon zu dem Video. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich im Kommentarbereich posten. Ansonsten liken und subscriben und bis zum nächsten Mal. Ciao!